Hallihallo, wie geht's denn so? Herzlich willkommen zurück bei Mac Games Tycoon Legendär. Ja, wir sind das letzte Mal umgezogen und haben unsere Entwicklung um ein Chefbüro, eine Toilette, juhu, Support und Marketing erweitert. Und unsere Leute sind jetzt gerade dabei, die letzten Features für die endgültige Version unserer Engines zu erforschen. Ich glaube, Musik in 32 Bit dürfte wohl so in etwa der letzte Punkt sein, der noch gefehlt hat. The Door. Ja, 49% Gewinnbeteiligung ist gut, aber die 5,27 Millionen Garantiesumme. Nö. Nö, 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 nö. Einfach nö. So, dann warten wir mal noch schnell, bis die 32-Bit-Musik erforscht ist. Chickens in my town, 5,02 Millionen bei 32% Gewinnbeteiligung. Wenn ich mich ruinieren will, nehme ich die ganzen 15,26 Millionen, stecke die in Mülleimer und werfe ein Feuerzeug oder ein Zündhölzchen rein. Also, nö. Definitiv nicht. So, dann schauen wir mal. Alte Engine updaten. 41 Features, okay, das wäre es dann gewesen. Wir haben alle Features erforscht. Dann wird das die vSim Ultimo. Und für die nehmen wir jetzt natürlich auch 50% Gewinnbeteiligung, weil wir sind ja blutsaugende, geldgeile Spieleentwickler. Ich komme mir ein bisschen vor wie EA, aber. Und das nur am Rande. So, was haben wir denn da? Radio Manager. Nicht bei 26%. Sorry, 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 so nicht. So. Dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich langsam aber sicher anfangen, hier die ganzen Genres zu erforschen. Entschuldigung. Die ganzen Genres zu erforschen, dass wir dann hier noch Engines raushauen können. Natürlich zu unseren Konditionen. Hilft uns dann auch bei der Finanzierung eines neuen Büros und mit der Finanzierung für die Konsolenentwicklung. Maximum Speed. Ein Kampf-Geschicklichkeitsspiel. Garantiesumme 205.000. Gewinnanteil 43%. Wären 3-Sterne-Titel. Ja, würde mich eigentlich schon reizen, das Ding zu publishen. Würde mich schon reizen, das Ding zu publishen. Naja. Auf den ersten Gedanken oder auf das erste Bauchgefühl sollte man ja bekanntlich hören. Von daher, let's doing. Na, keine Anleitung. Ja, doch, das passt schon so. 60%, okay, ist jetzt nicht der Riesenbringer, aber es wird uns wohl den ein oder anderen Fan bringen, 148 Bucks, naja. Auch nicht schlecht. Aber die Updates gehen ja relativ zügig durch. Von daher alles kein Problem. Ja, jetzt bringen wir es auch unter 100 Bucks. Ich denke, wir werden das sogar mit den Updates komplett rausbekommen. Hoffe ich zumindest.
Ah, wir haben noch zwei Updates. Na, nee, das wird wohl nicht ganz reichen. Aber halb so wild. Alles halb so wild. Ja gut, 31 bleiben dann noch übrig. Ah, die haben wir dann einfach schnell mit einem Patch raus. Der dürfte ja auch nicht allzu lange dauern. Kleiner Messestand. Gehen wir mal mit Maximum Speed auf die Convention. 12.500. Ja, passt schon. So, dann die Bugs schnell rauspatchen. Sprachupdates. Wir haben Englisch, Deutsch und Russisch. Dann ganz sicher mal noch Französisch, Spanisch und Japanisch. Chinesisch, Japanisch, naja, was auch immer. Einfach, dass wir die wichtigsten Sprachen beim Release schon mal mit drin haben. Den Rest patche ich dann auch. Da kann ich erst nach dem Release reinpatchen, das passt so eigentlich schon. Okay, dann wären wir soweit mal durch. Und jetzt mache ich gleich eine Viertelmillion. Wir machen Marketing. Internationale Spielzeitschrift. Ja. Passt. So, weiter geht's mit unseren Genres. Dann starten wir eine Fan-Kampagne. Spiele verlosen. Das klingt eigentlich ganz gut. Und wir gehen auf den Markt mit knapp 10.000 Einheiten. Ja, doch, da können wir wirklich die restlichen Sprachen auch noch reinpatchen. Denke ich mir mal. Und sobald wir das Spiel dann so weit fertig haben. Bester Soundtrack, Maximum Speed. Schön. Was wollte ich sagen? Ah ja, genau, so bald wir dann das Spiel soweit fertig haben, was jetzt dann bald der Fall ist, jetzt zum Beispiel, kümmern wir uns mal um weitere Engines. Wir haben Wirtschaftssimulation, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine für Aufbauspiel. Alle Features, keinen Fixpreis und nennen das Ganze ASI Aufbau Ultimo. 50%, 0, 41 Features. Passt. Und wenn das so weiterläuft mit unserem Maximum Speed, müssen wir hier nochmal eine Viertelmillion nachproduzieren. Naja, wir sind gut in der 2,5 Millionen Einnahmegrenze. 3 Millionen geknackt. Ich würde sagen, läuft. Was bringen wir denn so wöchentlich unter das Volk? Knapp 13 Millionen, nicht 13 Millionen, 13.000 Stück. Das ist gut. Was haben wir denn hier? Das Set Team 2, 604.500. 39%, nee. Nee. Ein paar Aufträge und dann noch hier ein paar Pressungen und dann hier noch eine Pressung
Und dann kümmern wir uns mal um die nächste Engine. Und zwar nehmen wir jetzt Simulation. Natürlich optimiert für Simulation, logischerweise, ne? So, alle Features. Auch das wie gehabt. Auch hier 0,50 passt. Und das Ganze heißt ASI Sim Ultimo. Jawohl. Und raus damit. Und nein, wir gehen nicht an die Convention. Planet Utopia von Minisoft. Schon mit unserer Ultimo Engine 1,27 Millionen. Jetzt kommen die fetten Titel mit den fetten Gewinnen. Ach, apropos fette Titel. Unser Maximum Speed geht langsam wieder gegen Null. Das heißt, wir haben nochmal 100.000 drauf. Und wenn wir wirklich so gegen die 600.000 Stück verkaufen, dann bin ich doch schon relativ zufrieden. Ja, wir haben 20.000 Stück raus. Vielleicht sollte ich wirklich mal anfangen, hier schon ein bisschen mit dem Preis runterzugehen, wie mir ja mal jemand so tippmäßig gesagt hat, man sollte da mit den Preisen etwas runtergehen und dann geht der Abverkauf nochmal richtig durch die Decke. Okay, gut, ich bin jetzt hier mit Woche 42 vielleicht ein bisschen spät dran. Oh ne, wir sind ausverkauft. Mist! Mist, wir sind ja tatsächlich ausverkauft. Ja gut, aber ich würde mal sagen, knapp 675.000 verkaufte Einheiten, 11,16 Millionen Gewinn für ein Spiel, das wir eigentlich fremdpublished haben. Also wer sich da beklagt, dass er daran zu wenig verdient, ich meine, für das, dass wir legendär spielen, ne, da ist das doch ein ganz guter Gewinn, würde ich mal sagen. Okay. Dann machen wir mal noch den Fremdauftrag. Und hier natürlich weiter Genres erforschen. Drei Stück haben wir nur noch. Dann gibt es nochmal eine neue Engine. Wir haben Aufbau, wir haben Simulation, wir haben Wirtschaftssimulation. Jetzt könnten wir eigentlich noch den Ego-Shooter-Bereich aufmischen. ASI Ego-Shooter Ultimo. Auch alles rein, was geht. Mit dem niedrigsten Fixpreis, der geht, und der maximalsten Gewinnbeteiligung, die wir einstellen können. Okay, Ego Shooter Ultimo, für Ego Shooter spezialisiert, passt. Ja, wir haben knapp 20 Millionen auf dem Konto, also ich glaube, allzu viel falsch machen können wir so hier nicht mehr. Na, vielleicht bringen wir unsere Büroposten noch an den Mann. Hier einen dritten Angestellten, dann sind wir hier auch komplett belegt. New Colony 2. Nö. Nicht wirklich. Okay. Bringt die Engine raus, bestens. Dann nehmen wir hier die zwei Aufträge noch schnell an. Dann würde ich sagen, wir probieren uns mal selber an dem Spiel.
vielleicht nicht gleich ein AAA-Titel. Doppel-A-Titel sollte eigentlich auch reichen. Hauptgenre. Simulation. Strategie. Oder nur Simulation. Oder Simulation Echtzeitstrategie. Ah, probieren wir mal so einen Flugsimulator rauszubringen. Nennen das Ganze Flight One mit unserer Sim Ultimo Engine ohne Lizenz für PC. Na, wir bräuchten noch ein paar Dev Kits. Was haben wir denn da gerade so? Hier. Dich kaufen wir, den Uppelmuck kaufen wir und die GameStation 3. So, die haben zwar noch nicht so einen riesigen Marktanteil. Dafür müssen wir hier keine Angst haben, dass das Ganze dann vom Markt genommen wird, solange wir noch am Publishen sind. Oder am Programmieren, was auch immer. So, wir holen uns einen Kopierschutz. Okay, die Einstellungen. Ich denke mal Spiellänge, Funktionen, Spieltiefe und Optik. Oder eher so ein bisschen Gameplay. Na, wir machen mal so ein bisschen Richtung Gameplay und ein bisschen Richtung Core Gamer. Das lasse ich mal alles auf Maximum. Beziehungsweise nicht auf Maximum, aber hier in einem Mittelwert. Und wir. Ah, was soll's, wir machen das für alle Sprachen. Gut, drei Features müssen wir rausnehmen. So, was nehmen wir raus? Steuerung mit Joystick brauchen wir. Wir könnten mehr Spieler per Splitscreen rausnehmen. Level Editor braucht es auch nicht unbedingt. Würde ich jetzt mal sagen. Und hier gerenderte Grafik würde ich gerne drin lassen. CD-Musik braucht es auch nicht unbedingt bei einem Flugsimulator. Es reicht aber eigentlich, wenn wir Sprachausgabe haben, 3D-Sound und Sound und Musik in 32-Bit. Das müsste eigentlich völlig ausreichen. Ja, jetzt hauen die dann natürlich wieder einen Bug nach dem anderen rein. Vielleicht sollten wir hier wirklich noch eine kleine Qualitätssicherung hinstellen, die sich dann halt einfach nur um das Debugging kümmert. So. Dann stellen wir hier drei Schreibtische. Na komm, wir machen drei Schreibtische rein. Heizung. Ein Pflänzchen. Mülleimer gibt es draußen. Kopierer gibt es gar keinen. Die sollen nicht kopieren, die sollen gefälligst das Debugging machen.
Bekommen wir hier den Schrank nach unten? Ja, zumindest das funktioniert. Gut. Hier bräuchten wir Leute im Bereich, ich hab's mir gedacht, Game Design und Programmierung. Okay. Game Design und Programmierung. Gut. Du bist der Typ mit spitzen Game Design. Und du mit deinem komischen Wunsch hier nach einem Sessel bist Spezialist für Programmierung. Eventuell noch einen zweiten, der in Programmierung gut ist. Huch, die haben wir doch tatsächlich im falschen Büro untergebracht. Ah, ihr kommt hier hin. So, jetzt passt's. Okay, dann setzt ihr euch mal ans Debugging. Die werden jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, da noch hinterherzukommen, weil, ja, haben die definitiv. Naja, habe ich mir gedacht. Aber immerhin können die jetzt hier so das Schlimmste vermindern oder ja, das gucken, dass es nicht mehr allzu viel Bugs mehr werden. Wobei, ist wie ein Kampf gegen Windmühlen, man kann ihn nicht gewinnen. Nun ja. Ah, ich sehe das schon kommen, das wird eine extrem lange Debugging-Phase. 330. Okay, man muss den noch ein bisschen zugute halten, die sind relativ neu. Von daher von neuen Angestellten kann man natürlich noch keine Wunder erwarten. Ja, wir haben ja Zeit. So ist es ja nicht. Schon mal ab an die Messe. Können Flight One ja schon mal vorstellen. 13.700 Leute interessiert's. Naja, wir sind doch immerhin schon bei 50% und bei knapp 500 Bucks. Also, ja, nach oben ist es offen. Die können also die Tausender-Grenze noch knacken. Ich glaube, das ist bei uns in der Entwicklung so ein bisschen was in Richtung Wettbewerb geworden. Schaffen wir die 1000 Bucks, bevor das Spiel fertig ist. Ja, meine Lieben, ihr seid auf einem guten Weg dazu. Ja, und immer wenn unsere Qualitätssicherung schafft, den einen oder anderen Bug rauszumachen, dann kommt gleich das Doppelte oder Dreifache wieder nach. Aber anyway, das hatten wir ja im letzten Durchgang auch schon mal und wir haben es dann trotzdem geschafft, das Spiel irgendwie rauszubringen. Was haben wir denn hier? The Destiny 3. Wäre verlockend, aber wir sind momentan mit unserem eigenen Spieleprojekt beschäftigt. Sorry, Glasses.
ich hoffe, das Ganze ist den Aufwand auch wert. Vor allem der Aufwand, der dann beim Debugging entstehen wird. Naja, wir müssen hier nicht unbedingt nur zuschauen. Wir können hier genau. Sind wir auch tatsächlich aus dem Spiel geflogen. So, wir können hier genauso gut weiter die Genres erforschen, oder zumindest die zwei, die wir noch offen haben. Während hier unsere Engines weggehen wie warmes Brot. Ja, 70% und 740 Bucks. Das ist. Ich weiß auch nicht. Ich habe so das Gefühl, die sind eigentlich darauf aus, Bugs zu programmieren, und was denn da an Spiel so zwischendrin rauskommt, das ist eher ungewollt und rein zufällig. Nun ja, was soll's? Wir erforschen interaktive Filme und dann sind wir mit den Genres durch. Das heißt, da müssen wir uns dann keine Gedanken mehr machen drum, dass wir da noch irgendwie was vergessen könnten. Was haben wir hier? Quark. Ja, das ging wohl nicht so gut weg. Er ist auch ein Ego-Shooter. Do You Know 2? Eine Wirtschaftssimulation. Na, das lief doch schon etwas besser. Ist klar, Wirtschaftssimulationen sind noch weitaus besser. Aha. Ja, jetzt haben wir Motion Capturing freigespielt. Sehr schön. Und hier wieder drin für eine Visim. Escape from the Moon. 1,15 Millionen. Sie haben knapp eine halbe Million von den Spielen verkauft. Ist halt eine Wirtschaftssimulation. So, Genres haben wir durch. Features ja auch. Das heißt, wir könnten uns jetzt um das und das Sonstiges kümmern. Damit wir dann, wenn wir ins nächste Büro umziehen, Grafikstudio, Soundstudio, Motion Capturing und mit dazu bauen können und unsere Spiele dann so noch ein bisschen verbessern zu können, zu tun. So, gleich haben sie es geschafft, 1000 Bucks und es geht über 1000. Ist das schön. Und die haben noch 11% Zeit, um hier irgendwie die 2000 anzukratzen. Naja, ich hoffe mal, ganz so schlimm wird es nicht. Wir können eigentlich das mit dem Debugging komplett lassen und das dann einfach einem Fremdpublisher überlassen, das Spiel rauszubringen, sollte er sich doch darum kümmern, dass die Bugs raus sind. Eine Simulation, Planets 2, 1,3 Millionen für uns. Vielen Dank. Nehmen wir doch gerne. So, wir sind bei 95% und 130 Bugs. Wir gehen nochmal an die Messe. Einfach weil wir es können. 14.500 neue Fans. Naja, die werden dann gleich wieder abspringen, wenn wir jetzt das Spiel so auf den Markt bringen. Ja, 97, geht's noch auf 1200? Natürlich!
Nein, veröffentlichen wir noch nicht und es ist eine halbe Stunde rum. Darum würde ich sagen, das Debugging und die Veröffentlichung des Spiels, darum kümmern wir uns im nächsten Part. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Bug Simulator, sorry, Mac Games Tycoon. Bis dahin, bleibt mir gewogen, tschüss zusammen, euer Miss Helvetik.